Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von World of Buildings 5. In der heutigen Folge möchte ich mal nicht an meiner eigenen Base weiterbauen, nämlich etwas am Spawn ein bisschen machen, generell den Spawn ein bisschen auffrischen, weil der ist hier und da doch ein bisschen kahl und so. Aber es soll auch ebenfalls ein weiterer Shop von mir gebaut werden. Nämlich habe ich seit Ewigkeiten ja schon diese Piglin-Farm, wo ich halt diese Piglin-Trades schon die ganze Zeit mache, um an die Strings für die Büste ranzukommen. Ein Goldshop existiert auch bereits schon, aber was es nicht gibt, ist eben ein Piglin Trade Shop und genau den werde ich hier so ein bisschen bauen. Da werde ich halt hier noch ein bisschen die Erde auffüllen müssen, dass das alles hier etwas geradere Fläche gibt dann. Und werde ich dort eben diese ganzen Piglin Trades, wo ich halt nicht selbst brauche oder wo ich nicht mehr brauche mittlerweile, wie zum Beispiel auch Schwarzstein, habe ich ja für den Vulkan zum Beispiel gebraucht. Mittlerweile brauche ich das ja nicht mehr. Sowas kann ich dann ganz gut hier verkaufen einfach. Dann kann ja jemand anders was damit anfangen. Und der erste Punkt wird eben genau sein, hier ein bisschen erstmal zu terraformen, eine Fläche zu machen, dass ich das Ganze auch bauen kann. Wird aber nicht so groß werden. Okay, Leute, ich habe hier so ein bisschen die Fläche mal erweitert, habe dann hier noch ein bisschen was runtergeterraformt. Jetzt nicht so das schönste Terraforming, einfach relativ simpel. Oder wollte ich mich jetzt auch nicht so krass bemühen, beziehungsweise konnte ich auch nicht so ganz hier nach außen gehen, da hätte ich dann den Wald noch mit abholzen müssen und das wäre auch wirklich jetzt gerade zu viel Arbeit gewesen. Ich möchte aber jetzt den Shop bauen und ich habe generell so ein bisschen Shop-Design, dass ich da ja hier zum Beispiel Schafskopf genommen habe oder Slime-Kopf in Slime-Shop eben und beim Piglin-Trade-Shop möchte ich eben einen Piglin-Kopf bauen. Ein bisschen habe ich mir schon überlegt, wie ich das hier bauen kann, habe mir da ein paar Blöcke vorbereitet wegen dem Mund und so, Augen. Aber hauptsächlich soll ich, wie ich hier aus braunen Pilzblöcken eben bauen und ein bisschen, ja, Schlamm noch mit reinbringen. Das Ganze eigentlich ganz gut aussehen. Also fangen wir da einfach mal an, so ein bisschen was zu bauen. Und dann kommt auch schon relativ schnell hier so ein bisschen, ja, diese Schweinsnase kann man fast schon sagen. Hier ein bisschen einen Vordergrund auf jeden Fall packen möchte. Hier noch hier für die Nasenlöcher immer sowas Rotes da und jetzt kommt sozusagen die richtige Hautfarbe. Das andere ist ein bisschen anderes Design eben. Oh, ein Pilzböcken muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich die platziere oder was. Ja, doch, es geht schon, es geht. So, das kann ich dann einfach mal so ein bisschen nach oben ziehen auch direkt. Und hier tue ich aber mal die Augen hin. Ein bisschen sowas hier hoch und schaue ich mir das mal von vorne an, ob man es so stehen lassen kann. Ja, doch, man erkennt es auf jeden Fall. Das Orange ist schon ein bisschen stark, aber glaube ich, lasse es mal so. Hier ist es auch relativ simpel. Jetzt gehe ich eben auch 8 Blöcke in die Richtung, weil das hier ein schön symmetrischer Kopf eben sein soll. Na, und jetzt kann ich das theoretisch auch schon direkt auffüllen. Ist doch ein bisschen kleiner geworden, als ich dachte. Vielleicht hätte ich nicht so viel Erde auffüllen sollen. Aber hey, da kann man noch ein bisschen Platz eben für andere Sachen, ja, nehmen. Das habe ich auf jeden Fall auch vor, diese Folge ein bisschen zu machen. Ein bisschen den Spawn noch verschönern, aber auch so ein bisschen das Starterbase auch Kleinigkeiten einfach zu machen, die ich immer aufgeschoben habe und noch nicht gemacht habe. Wie zum Beispiel gerade den Eingang in diesen unteren Bereich. Diese Höhlen sozusagen ist ja gerade noch komplett frei, da irgendwas hinmachen. Wege von der Burg nach unten hier zum Spawn kann man verlegen, generell Wege am Spawn, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt tue ich erstmal hier diesen Shop noch machen. Versuche ich auch direkt mal so ein bisschen die Ohren darzustellen. Ja, mit Pitböcken zu arbeiten ist nicht immer so einfach, wenn man so Böcke daneben baut. Und da eben so ein bisschen die Ohren ins Spiel noch. Genau, das ist das ganze Design eigentlich. So, damit ist der Shop auch eigentlich an sich fertig. So, das andere Ohr auch noch fertig. Jetzt ist er wirklich fertig. Ja, und er kennt auf jeden Fall, was den Piglin-Kopf darstellen soll. Jetzt kümmere ich mich noch so ein bisschen um die Inneneinrichtung davor. Okay, also ich habe hier die ganzen Shop-Angebote jetzt mal reingemacht. Es wird nur noch so ein kleines Schild. Wenn das Angebot reingemacht wird, los wird, färben. So, passt ganz. Was verkaufe ich nämlich genau? Eigentlich fast alle wichtigsten Piglin-Trades, wo auch ein paar unwichtige drin sind, aber einfach um Platz zu füllen. Seelensand kann man ab und zu mal gebrauchen, hier die Nether-Bricks verkaufen, die oxidieren ist, glaube ich, sehr wertvoll. Das könnte ganz gut weggehen, genauso wie Blackstone, wenn man damit bauen möchte. Aber auch Kies, wenn man sehr viel Beton braucht, ist sehr hilfreich. Leder kann auch ab und zu mal, gerade für Itemframes, wenn man damit viel macht, sinnvoll sein.
Crime Groups sind ja eigentlich nur, wenn man wirklich damit baut. Also das wird nicht so weggehen. Ja, Seeläufer habe ich nur ein Buch, weil die anderen habe ich immer weggeschmissen, weil ich nur eins brauchte für mich und Dodo. Wahl-Erdos sind eigentlich komplett unnütz und sind auch viel zu teuer gerade. Also eins dort ein Dia, das ist. Wird auf jeden Fall noch auf den Stack hochgehen. Ich habe halt die auch immer weggeworfen, genauso wie Feuerkugeln einfach. Quarz können auch sehr wertvoll sein, obwohl ich das einfach selbst auch fürs Wasserbiom brauche, deswegen ich da nicht so viel mache. Eigentlich auch Kies, aber egal. Ich kann es ja jederzeit wieder aus meinem eigenen Shop raustun. Natürlich auch die Strings für die Wüste brauche ich eigentlich, aber ich habe es einfach mal ein paar reingemacht. Es müssten drei Stacks oder so sein. Genau, damit ist das Thema Pikmin Shop eigentlich soweit fertig. Dann mache ich jetzt weiter, indem ich so ein bisschen den Spawn schöner mache. Ich habe mir hier schon immer gedacht, dass eigentlich ein See sehr gut reinpassen wird. Und das mache ich einfach mal, aber da muss ich noch ein bisschen was, ja, besser terraformen. Okay, das See ist damit fertig. Und jetzt möchte ich auch einfach mal anfangen, ein paar Wege zu bauen. Und dafür werde ich einfach die Wegblöcke benutzen. Sagen, dass der hier einfach den Weg zu meinem neuen Pikmin-Shop eben führt. Okay, damit habe ich einen Großteil der Wege schon mal gelegt. Zumindest was die Shops angeht. Eines der nächsten Ziele ist, denke ich mal, den Weg hier oben zur Burg mal zu machen, zum oberen Eingang. Wobei ich da erstmal schauen muss, wie ich das generell mache. Okay, Leute, damit habe ich jetzt einen weiteren Weg geschaffen, der hier eben so ein bisschen zur Burg hochführt. Es ist nicht so schön geworden, ich habe noch ein bisschen Berge terraformt, aber es soll einfach nur so ein kleiner Weg sein, dass man theoretisch in die Burg ganz gut reinlaufen könnte. Mehr soll es eigentlich auch nicht gewesen sein. Aber tatsächlich ist hier noch einiges am Spawn entstanden. Und dann eben auch hier noch ein neues Gebäude, bisschen hier alles ausgebreitet, aber eben auch so der komplette Wald so abgefackelt. Und es hat eigentlich genau das bewirkt, was ich eigentlich wollte. Einfach so ein bisschen das Thema Richtung Spawn, den Stein zum Rollen bringen. Dass die ganzen anderen Spieler da einfach auch so ein bisschen, ja, noch ein paar Gebäude hinbauen, verschönern halt. Mehr möchte ich eigentlich auch nicht am Spawn direkt hier verschönern. Die Wege habe ich jetzt gemacht im See und so einen neuen Shop. Ich denke, ein Großteil werden jetzt auch so die anderen nebenher machen. Das war wirklich nur so ein bisschen den Stein ins Rollen bringen. Aber ich möchte mich um diesen Teil noch so ein bisschen kümmern, weil das sieht immer schon hässlich aus. Da möchte ich, ja, eine Art Eingang so reinbauen. Ich werde da mal schauen. Was ich da irgendwas mache, auf jeden Fall auch was mit Mangroven, weil es halt zum Stil passt. Aber irgendwie, das sieht übelst hässlich aus und auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann eben noch einen Weg nach da oben verlegen, so ein wenig, und das wird es dann auch schon gewesen sein. Aber das werde ich auch erstmal jetzt machen müssen. Okay, Leute, da sind die Eingänge auch an sich fertig. Ich habe einmal hier eingebaut, eben so einen asiatischen Eingang, so ein wenig. Auch wenn ich sagen muss, dass die Seite auf jeden Fall ein bisschen kacke geworden ist, ich weiß auch nicht. Ich habe es genau eins zu eins nachgebaut, aber das ist hier irgendwie so Verschmelzung in den Berg nicht so gut gelungen. Aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das irgendwie anders machen soll. Vielleicht ein bisschen weiter ausbreiten das Dach, aber dann ist es auch generell viel zu großes Dach geworden auf der Seite. Keine Ahnung, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht wird noch ein bisschen Banner und so, Phantom natürlich, das auch nicht fehlen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt hat man auf jeden Fall einen guten Eingang. Eben das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und hier finde ich es auf jeden Fall um einiges besser gelungen. Ja, Weg muss ich mal schauen, wie ich das generell verbinde. Das wollte ich jetzt nicht direkt machen. Tatsächlich. Aber hier ist auch das Verschmelzen Berg auch viel besser gelungen. Damit ist auch, ja, ein weiterer guter Punkt an der Starterbase mal zu Ende gegangen. Wobei die ja eigentlich schon komplett fertig ist. Aber damit haben wir so ein bisschen den Spawn schöner gemacht in dieser Folge. Das soll es auf jeden Fall auch gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.